kein Weg ist uns zu weit. Und dann fahren wir dorthin, wenn ihn... Mist, na. Ich dachte schon, jetzt hänge ich hier fest. So. Ach, die blauen Kerle. Ich bin gar nicht da. So. Ich meine, wir können ja nicht immer allen helfen. Ich meine, wir haben ja auch unsere Mission, weswegen wir hier sind, wegen den Splitter. So. Hier hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also vom Leben unseres Fahrzeugs her ist da schon ziemlich was verloren gegangen. Wir fahren auch langsamer, oder das liegt am Berg auf. Ich weiß es nicht genau. So, irgendwie sollen wir da rein, habe ich das Gefühl. Genau. Kennen wir? Wir sind soweit. Ich habe alle drei Splitter. Das war gar nicht so schwierig, oder? Letzter Schritt. Holen Sie die harmonische vom Weidenbaum. Kontakt zum Hauptquartier ist hergestellt. Alles in Ordnung. Trudy trifft uns bei der Evakuierung. Und bleiben Sie cool. Laut Geheimdienst soll Beidamo höchstpersönlich Sie im Visier haben. Gut. Es wird Zeit, dass wir uns persönlich kennenlernen. Nein, hören Sie. Verschwenden Sie keine Zeit, wenn Sie ihm begegnen. Töten Sie ihn einfach. Der Typ ist ein Monster. Holen Sie die harmonische. Treffpunkt Evakuierung. Die zweite harmonische. Kenra möchte, dass sie die Weide mit den Splitter einsammeln und dann die harmonische einsammeln. Genau, das machen wir auch jetzt und steigen sogar noch ein Level auf. Rohlings Pack. Okay, ich benutze ziemlich wenig Fertigkeiten. Könnte ich mich auch mal so ein bisschen drauf... Ja, genau, direkt am... anderen Ende. Wenn ich mit dem Ding da hingehe... Dann dauert das auch Jahre, oder? Aber ich kann mich verteidigen. Ich glaube, ich fahre da lieber hin. Mit dem brauche ich ja wirklich Jahre. Auch wenn der schon ein bisschen angekratzt ist, der Wagen. Ich meine, für die Fahrt wird er wohl noch halten. Guck mal, wie schnell wir hiermit fahren im Vergleich zu dem Dingsbums. Wo muss ich denn lang? Könnte ich hier... Ich fahre lieber geradeaus. Hallo, Leute. Ich bin nur auf der Durchreise. Ja, Hammer-Durchreise. Okay, gut. Dann bleibt uns wohl jetzt... Oh, ein neues Fahrzeug. Wir hätten doch gleich sterben sollen. So, aus dem Weg to GMI oder GMA, irgendwie so. Oh ja, weg von euch, Verrückten. Ach, wir müssen über den Baum fahren und ich fahre da an der Seite lang. Wow. Nein. Der macht uns Schaden. Ich will nicht, dass er uns Schaden macht. So. Ich muss weiter hier. Die nächste links, so hier hoch. Wow. So. Schaffe ich es darüber? Oh, wenn ich jetzt auf der anderen Seite ausgestiegen wäre. Das wäre nicht so lustig gewesen. Einmal eine Drehung. Gut, da habe ich schön den Weg versperrt. Wow, der will mich, und zwar nur mich. So viele jetzt hier. Was habe ich euch getan? So. Du bist dran. Denn hier noch eine? Mensch, was habe ich euch denn getan? Dass hier so viele gleich auf mich alleine, dass ich als
Einzelperson so viele Navis töten kann, das ist schon spektakulär. Ich nehme das. Den da hinten nehme ich mir nochmal gleich mit, dass der gebaut ist. 50% abgeschlossen, der Munitionsbehälter anbringen. Und hier haben wir die Weide. Hey Damo, wo bist du? Ich höre es hier doch schon. Wo ist denn das? Hier nicht. Hier. Dann gucken wir weiter hier bestimmt. Genau. Und dann könnte ich mir die Seite hier noch vorstellen, dass hier irgendwo so ein... Ja, hier. Und wir haben es geschafft. Und kriegen die harmonische. Und jetzt wird bestimmt Beidamo kommen. Oh ja, da ist er. Mit dem ist bestimmt nicht zu spaßen. Wow, der hat Leben. Wie sonst einer. Spring, 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 spring. Solange er hier in diesem Modus ist, kann ich ihm nichts anhaben. So, ich muss ein bisschen offenere Fläche haben. Jetzt macht er das schon wieder. Muss heilen. Ja, jetzt macht er das wieder. So. Wo ist er? Wow, wie kommt er denn dahin? Jetzt kann er schon wieder hier dieses... Ich weiß nicht, wie das... Und er hat sich geheilt. Ich habe bald gar nicht die Munition dafür, ihn hier... So, oh, das Pferd, sein Pferd habe ich getötet. Und jetzt muss ich andere Waffen nehmen. So, lass dich töten. Und jetzt, 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 jetzt. Beidamo ist tot. Im Wasser versunken. So, jetzt müssen wir dahin. Da hilft auch kein Teleportieren. Obwohl, theoretisch... Ah, Munition, Munition, Munition. Schön, Sie zu sehen. Da nochmal Munition mitnehmen. Und dann... Ich weiß nicht. Ach Mensch, die kämpfen auch gegeneinander. Ah ja, doch, das stimmt. Steht er da noch? Eben war er nicht mehr zu sehen. Na, du auch noch? So, und jetzt RDA mitnehmen. Das kann ich gebrauchen. Ja, wenn ich mich dahin teleportiere, dann gehe ich hier so rüber. Das wäre eine Abkürzung. Ich riskiere es einfach. So. Hier, wo ein Hubschrauber abgestürzt ist. So, mit dem werden wir gleich uns davon machen. Teleportation. Da will ich hin. Da kann ich aber leider noch nicht hin. Der VRV Maschinengewehr M60 ist dank seiner hohen Feuerrate ziemlich stark. Fahrzeug haben wir nicht. Das heißt, dann nehmen wir uns gleich ein Hilfsmittel und fahren dann mit ihm hier hin. Oder fahren, ist zu viel gesagt, gehen.
Den verstehe ich nicht hier, diesen kleinen nach vorne Sprung. Überraschung. Nein. Schlägt mich das Ding auch noch weg. Kann ich hier runterspringen? Ich meine, wer den Film gesehen hat, die können... Hallo? Die können sonst Sprünge aus viel höheren Stürzen ab. Na gut, denn nicht... Wer nicht will, der hat schon. So. Aber wie es aussieht, ist ja... Ach, da. Wenn man gerade vom Teufel spricht, aber der ist ja nicht gefährlich. Der auch nicht. Die sind nicht gegen uns, ne? Darf ich dich trotzdem kaputt machen? Nee. Ah, hier steht jemand Wachposten. Den kann ich nicht bedienen. Der wird ferngesteuert. Hier steht jemand Wache. Zwei Stück? Nee, einer. Ah, gut. Jetzt habe ich den noch aktiviert. Und, Kendra? Ich höre Funkmeldung. Beidamo ist verschwunden. Die Navi ziehen sich zurück. Haben Sie was damit zu tun? Ich habe, was wir brauchen. Okay, gute Arbeit, Ryder. Bringen wir die Daten zu Monroe. Beeilung. Die Lage in Höllentor ist so angespannt, dass bald alles überkocht. Lassen Sie mich raten. Falco. Der Kommandant steht kurz davor, das Kriegsrecht auszusprechen. Er fängt an, Wissenschaftler einzuladen, um sie zu befragen. Ich weiß nicht, was ihn so nervös macht, aber wir müssen vorsichtig sein. Wenn es soweit ist, müssen wir vielleicht einige schwierige Entscheidungen treffen. Zurück zur Hölle. Kendra möchte, dass sie sich bei Monroe im Höllentor melden. Ja, Beidamo, bei den Navis hat er uns ziemlich angekackt, wo wir die Mission bei den Navis gemacht haben. Und erst zum Schluss hat er erkannt, dass wir Gutes für die Navis wollten, aber dann war es, na, zu spät nicht. Da war es denn ein Happy End und jetzt haben wir ihn eigentlich, gut, er hat viel Leben gehabt, aber so einfach umgebracht. Ich glaube, da unterscheidet sich die Schwierigkeit auch nur daran, wie viel Leben die haben. Und vielleicht noch ein bisschen, wie stark die Schläge sind, aber sonst war der ja wie ein normaler Navi und hatte jetzt nicht besondere Fähigkeiten. So, zu Falco hoch. Und dann reden wir nochmal mit Falco. Was er denn... Oder nee, mit dem Wissenschaftler müssen wir erstmal reden, ne? Genau. Und dann mit Falco. Okay, laden Sie diese harmonische hoch. Meine Weltuntergangsdiagnose ist noch nicht so weit. Wenn mit dem Emulator irgendwas schief läuft, könnte das zu einem ökologischen Kollaps führen. Okay, Augenblick. Was zum Teufel ist dieser Emulator? Der Emulator. Wir suchen doch nach einem stillgelegten Seelenbrunnen, richtig? Sobald wir ihn gefunden haben, müssen wir mit ihm kommunizieren. Die Navi machen das über eine einzigartige Person, die Erststimme genannt wird. Nur sie kann den Seelenbrunnen aktivieren. Und wir entwickeln einen Erststimmen-Emulator. Eine Maschine, mit der wir Iva so täuschen, dass sie mit uns spricht. Wenn wir das geschafft haben, können wir das ganze Ökosystem kontrollieren. Und was sagten Sie gleich am Anfang? Sie führen eine Weltuntergangsdiagnose durch? Nun ja, alles hat seine Risiken. Kommen Sie, laden Sie die harmonische hoch. Alles hat ein Risiko, ja. Natürlich, harmonische 2. Monroe möchte, dass Sie die zweite harmonische hochladen. Gut, das will er, dann machen wir das auch. Großartig. Wir sind der Ortung des stillgelegten Brunnens einen Schritt näher. Sie sollten sich für Ihr nächstes Ziel bei Kommandant Falco melden. Das machen wir doch glatt. Herr Falco? Ich habe gehört, dass Sie Beidamo ausgeschaltet haben. Gut gemacht. Der Mistkerl war mir schon allzu lange ein Dorn im Auge. Ich habe Informationen über die nächste harmonische. Begeben Sie sich nach Grabmoor. Jawohl, Sir. Monroe hat mir von diesem Emulator erzählt. Er erwähnte ein Weltuntergangsszenario. Überlassen Sie das Denken anderen, Ryder. Harper lässt das ganze Gebiet von der Navi nach dem stillgelegten Brunnen absuchen. Das hier ist ein Wettrennen und wenn wir verlieren, werden uns die Navi von diesem Planeten tilgen. Der Emulator ist unsere einzige Hoffnung. Wenn Sie nicht den Mumm haben, mir zu helfen, dann suche ich mir jemand anderen. Wegtreten. Na gut, festgefahren. Falco möchte, dass Sie ins Grabmoor reisen. Genau, das ist in dieser Richtung. Abwärts. Und dann müssen wir wieder
fliegen. So. Hierdurch. Oh, was zeigt der da an? Der Sensor da rechts. Grün. Rot. Na gut. Dass wir vorher nicht raus durften, rot, und dass wir raus dürfen. So. Aber, Grabmoor reisen wir denn das nächste Mal. Hier mache ich denn ein Päuschen. Bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin und ciao.